Hut ab, du hast es drauf. Du hast's drauf. Das meine ich ganz ehrlich. Lass mich noch schnell dafür sorgen, dass dein Pokémon-Team wieder fit ist. Das war das Mindeste. Ich fürchte, ich kann dir momentan nicht das Wasser reichen. Du bist zu stark für mich, Case. So kann ich dir im Kampf gegen N jedenfalls kaum behilflich sein. Case, ich kann dir zwar nicht großartig behilflich sein, aber zumindest habe ich hier eine Kleinigkeit für dich. Ein Top-Beleber, ja, das ist viel wert. Aber es ist schon witzig zu sehen, wie jemand seinen eigenen Weg geht. Witzig? Wie kannst du nur ausgerechnet jetzt sowas sagen? Ganz einfach, Sherman. Manchmal muss man das Leben eben von der heiteren Seite betrachten. Es bringt doch nichts, immer nur mit ernster Miene herumzulaufen. Seit unserer Begegnung mit dem Pokémon haben wir weite Strecken gemeinsam zurückgelegt und dennoch viele unterschiedliche Dinge erlebt. Dinge, die uns zusammen geprägt, aber nicht verändert haben. Dementsprechend hat jeder von uns andere Wünsche, von jedem von uns steht andere Möglichkeit offen, nicht wahr? Ich habe auf dieser Reise jedenfalls viel dazugelernt. Also ich bin wirklich glücklich und zufrieden. Da ist was dran. Und klar, jeder von uns hat seine eigenen Talente. Jeder sollte wohl das tun, was er am besten kann. Also Koch. Jeder Mensch hat andere Ideale und ein anderes Weltbild. Es wird dunkel. Aber dennoch ist es... jawohl... ganz normal, dass man sich gegenseitig hilft, wenn es darauf ankommt. Deshalb bin ich auch zu dem Schluss gekommen, dass Menschen und Pokémon immer Seite an Seite leben sollten. Case, falls Lauro oder dir einmal irgendwas passieren sollte, möchte ich auf jeden Fall in der Lage sein zu helfen. Dafür trainiere ich und dafür möchte ich stark werden. Mach mir so lange also keine Dummheiten, hörst du? Und weg ist er. Case, ich möchte auch meinen Teil beitragen. Also, wenn einem in einem solchen Moment irgendwelches schlaues und denkwürdige Worte einfallen würden. Mal sehen. Geben wir einfach alle unser Bestes? Oh Gott. Ich hätte gern noch gegen sie gekämpft. Bin ich ganz ehrlich, ich hätte gern noch gegen sie gekämpft. Jetzt muss ich ganz kurz aber wirklich nochmal was gucken. Weil es lässt mir keine Ruhe. Es lässt mir wirklich keine Ruhe. Es lässt mir keine Ruhe. Ah, warte mal, was gehe ich nach Navajo City? Nein. Ich will zu den Flug-Pokémon gucken, ja. Zu denen ich mache Stürme-Pokémon. Es lässt mir keine Ruhe. Es ist jetzt dunkel. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon die Dunkelheit ist, die da sein soll. Können wir eigentlich hier sowas hinfliegen? Nein. Wir müssen ja von hier gehen. Ich muss unbedingt wissen, was das da für ein Pokémon ist, ehrlich gesagt. Es taucht ja nicht ohne Grund so auf. Das ist bestimmt irgend so ein spezielles Arctos, Zapdos, Lavados-Ding, wa? Aber es stirbt jetzt hier nicht. Es stürmt jetzt hier aber nicht. Schade. Hey, ein Oreo-Keks. Ein Ohrdoch-Keks. Na gut. Los, Rädchen. Oh, noch ein Level, dann ist es Level-Up. Wow, noch ein Level, dann ist es Level-Up. Gut, 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 gut. Hey, heil dich nicht, du Bitch. Batsch, butsch. Oh, es wollte Anziehung wirken, aber Rädchen ist leider, wie heißt das? Androgyn. Ja, 1400, es ist nicht wirklich viel, aber es ist ein bisschen was. 1400 haben oder nicht haben. So, jetzt geht es aber wirklich dahin, wo wir hinwollen. Geht's wirklich, haltet euch fest. Ich wünsche, Rädchen würde, hätte eine. Ich wünschte, Metal Sound hätte irgendeine schöne, starke Technik. Wäre so eine schöne, starke Technik. Klar, es ist auch cool, die Spezialverteidigung des Gegners hart zu senken, aber. Ja. Die Siegestrahl steht zwischen dir und der Pokémon-Liga. Willst du sie hinter dir lassen, musst du stärker denn je sein. Vor den Pokémon-Liga zittern sie alle. Die Frage ist jedoch, ob vor Angst oder freudiger Erwartung. Ich zittere wegen ganz anderer freudiger Erwartung. Und nein, es artet nicht immer aus. So. War doch wichtig, dass ich das sage. Na denn, bleibt uns jetzt keine andere Wahl, als in die Pokémon, also Siegesstraße zu schlüpfen. So, das erste Türchen haben wir ja schon geöffnet. Ich habe keine Ahnung, was dahinter kommt. Das zweite Türchen. Halt ein! Der Schlüssel, der diese verschlossenen Tür öffnet, ist der Grundorden. Träger des Grundordens, erweise dich als würdig, indem du das Wissen anwendest, das du erlernt hast.
nichts. Oh cool, hier gibt's Pokémon. Muss ich aber mal gucken. Muss ich aber mal lugen. Da muss ich aber mal lugen, was es hier für Pokémon gibt. Dieses komische Vogelding. Skalyk. Wie gesagt, das sollte eigentlich, das war anfangs das mein Flug-Pokémon-Ding gewesen, aber naja, es war nicht so cool wie das andere aus Weiß. Rückenwind! Flieg! Aua. Ich weiß nicht, was es getan hat, ehrlich gesagt, ich habe nicht hingeguckt. Ich habe nur Aua gesagt aus Grund. Da ist noch irgendwas Spannendes hier. Weiß ich ja nicht. Vielleicht noch die Entwicklung von denen. Also den richtigen Geier. Das scheint nicht so der Fall zu sein. Naja gut, Terrierbark machen wir auch noch fertig. Ja, ist jetzt auch nicht so viel, aber gut. Halt ein! Der Schlüssel, der diese verschlossene Tür öffnet, ist der Käferorden. Ich hab doch alle Orden. Warum muss das immer so kompliziert sein? Träger des Käferordens. Er weiß sich ja würdig und Käfer wie ein Käfer. Oder Kämpfer, ich habe nicht ganz gelesen. Hui. Halt ein! Der Schlüssel, der diese verschlossene Tür öffnet, ist der Voltorden. Träger des Voltordens, erweise dich als würdig, indem du einen elektrisierenden Kampf führst. Oh, hier ist ja sogar jemand. Hallo. Ein Tor ist eine Verbindung zwischen zwei Räumen. Dahinter verbirgt sich eine ganz andere Welt. Durchschreitet man ein solches Tor, fühlt es sich so an, als würde man in ein anderes Universum hinübergleiten. Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich von den Flur aufs Badezimmer gehe zum Kacken. Und zur gleichen Zeit erinnert man sich auch an die Arenaleiter, der einem den entsprechenden Orden überreicht hat. Ohne einen Seismo-Orden ist hier an dieser Stelle jedoch Endstation. Halt ein, der Schlüssel dieses Seismo-Orden. Ich komme hier doch eh nicht hin, bevor ich nicht alle Orden habe, oder? Träger des Seismos-Orden, erweise dich als würdig, indem du das Herz deiner Gegner erbeben lässt. Ich werde bekloppt hier. Halte doch jetzt endlich mal einmal. Hier ist der scheiß Jet-Orden, Mann. Ein Träger des Jet-Orden, geschwind voran, fliegi, fliegi, happy, happy, ja, ich verstehe. Ui, klar, das würde ich mir auch zutrauen. Halt ein, der Schlüssel der verschlossenen Tür ist der Eiszapfenorden. Hm. Träger des Eiszapfenordens, kalt, Eiszapfen, frieren, Ben & Jerry's Eis, supergeil, lecker. Schwierig. Gibt es hier irgendwas? Ich muss gucken, ne, also es ist wichtig. Nö, hier gibt's gar nichts. Halt ein! Der Schlüssel ist der Legendorden. Jupp, der letzte Orden. Und jetzt sind wir richtig drin. Träger des Legendorden, Siegestraße. Dich zu Pokémon lieber auch mal und dort von dir reden zu machen. Ja. Jetzt sind wir offiziell in der Siegestraße. Ich habe natürlich gar keine Ahnung, was hier abgeht. Außer, dass wir gewinnen werden. Hier können wir surfen. Oh, da können wir surfen. Das ist wieder so ein Bardorfisch, wa? Oh, guck mal, ein Drache. Ach ja. Kapuno. Boah, wir müssen unbedingt im nächsten Pokémon unbedingt Drachen-Pokémon mitnehmen. Ach, kacke. Nee, jetzt brauche ich auch nicht mehr. Es sei denn, da oben ist noch was, ne? Weiß ich nicht. Wir können natürlich gucken. Weil man weiß ja nie. Vielleicht sind es ja andere. Nö, es ist wieder nur so ein Fisch. Aber Level 39, da gibt glaube ich gar nicht mal wenig EXP dann. Also hauen wir den schnell mal in den Blechdosenkampf. Risikotackle. Ach, wie süß. Ich hasse so eine Techniken. Tschüss. Wie viel gibst du? Ach, 1400. 1400 haben oder nicht haben.
Vielleicht mal andere. Vielleicht anderes. Vielleicht nicht nur Barbershop. Level 30, lohnt sich das? Ja, komm, lohnt sich. Und wenn er nur 800 gibt, ist egal. Aber wir sind so kurz vor Level Up mit Rädchen. Dass das schon echt knapp wird. Ja, noch einmal so ein Kampf. Ein Top-Beleber. Oh, das ist immer sehr... Oh, Top-Beleber sind echt viel wert. Ich glaube, wir haben schon 3 Stück von denen, ne? Oh, ich liebe Top-Beleber. Wiederbeleben und Pokémon ist voll wieder da. Geil. Wann kriege ich das TM VM Stärke? Ich will Rädchen jetzt mal ganz kurz da unten bei den Fischen entwickeln. Weil das ist relativ schnell zu machen. Ich weiß nicht, wie es da oben aussieht. Deswegen machen wir das einfach. Oh, da tauchte der sogar, glaube ich, gerade auf. Ja. Level 41. Sollte genügend EXP dafür geben, dass Rädchen Level Up kommt und sich endlich entwickelt. Und dann geht's endlich rund. Weil wir echt aufpassen müssen mit den EXP von ihm. Mit den LP von ihm. Ich heile einmal mal ganz kurz. Ist vielleicht nicht intelligent, aber... Dafür bin ich nicht bekannt. Ich bin auch echt gespannt auf Pokémon Schild und Schwert. Das werden wir übrigens total spielen. Ja, möchte ich nur mal sagen, wir hätten ruhig normal angreifen können. Aber hätte ja sein können, dass er Nassschweif wieder macht. Weißt du ja nicht. Ne? Nassschweif hat echt viel Schaden gemacht, deswegen... Stirb. ...1600, Level Up, geil. Und Entwicklung. Nice, Rädchen entwickelt sich. Ja! Nanu, Rädchen entwickelt sich. Ja! Es entwickelt sich. Nice. Nice. Alle Entwicklungen, jetzt sind unsere Pokémon komplett. Jetzt gibt es nichts mehr, was es nicht mehr gibt bei uns. Jetzt kann sich nichts mehr entwickeln. Jetzt kommen nur noch Techniken. Und es dreht sich noch mehr. Ich werde verrückt. Glückwunsch, dein Rädchen wurde zu einem Klick-Dick-Lack. Technik? Ach, nee, merke ich, krieg's ja so nicht. So, mal sehen, was das Klick-Dick-Lack kann. Ich mache es noch auf Level 50, ne? Trick das Glücksei. Ah, nice. Ja, hat ja schön Angriff dazu bekommen. Okay. Toll. Was zum Teufel ist denn das? Ein wildes Fermikula. Was ist zum Teufel? Was ist denn das? Ist das Metall? Das sieht voll nach Metall aus. Ich würde es am liebsten angreifen. Ich greif's mal an. Sieht echt stark nach Metall aus. Das ist eine metallene Ameise. Oh, Metallklaue. Oh. Ich weiß nicht, warum ich es jetzt töte. Vielleicht ist das was Besonderes oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Sagen, hat mich ein bisschen, also das hier, ich weiß nicht, ob das noch irgendwelche Entwicklungen hat, das muss ich nächstes Mal nachgoogeln, das ist interessant, weil Metall-Pokémon, ich stehe ja auch auf Metall-Pokémon. Genauso wie ich auch auf Metall-Digimon stehe, ich weiß auch nicht, dass irgendwie so ein 1300, naja gut, ja, nö. Lass mich meine Fähigkeiten prüfen, bevor ich zur Pokémon-Liga gehe. Ich frag mich echt, wenn ich Stärke bekomme. So, Ass-Trainer. Elfhuhn. Ich weiß nicht mehr, was ein Elfhuhn ist. Ich wusste es vorher auch nie, scheinbar. Wobei, ich werde das, glaube ich, schon mal gesehen haben. Wenn ich mich nicht ganz täusche, haben wir das schon mal gesehen. Der mit seinem Hippie-Frisur. Hippie! Nice, so will ich sehen.
So will ich sehen. 3000. Oh, schön. Ich liebe das. Zippetritz, Zippritz, Zippritz, Zip, 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 Zap, Zippity, Zip, Zap, Zippity. Leider kein sehr hohen Angriff, ne? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ladungsstoß macht nicht wenig Schaden. Und natürlich paralysiert. Macht aber nichts. Ich setze Top-Genesung ein und dann sollte das ja gut sein. Dann ist Rädchen erstmal wieder geheilt und zweites Mal ist es geheilt. Funkensprung. Oh, warum ist... Es besteht keine sehr hohe Chance. Die Prozentzahl ist relativ gering. Warum ist das trotzdem so? Trotz geringer Prozentzahl, das verstehe ich gar nicht. Es wirkt komplett ungerecht. Dass man immer paralysiert ist und immer irgendetwas hat. Das wirkt immer komplett ungerecht. Also sollte vielleicht tot sein, hoffen wir es. Mistvieh, ey. Oh, 3000. Oh, ich liebe diese XP, ne? Nochmal plus 3 Angriff, schön. Es gibt immer jemanden, der besser ist als man selber. Das liegt ja wohl auf der Hand. Ja, das sind die Sprüche eines Losers. Das sind eindeutig die Sprüche eines Losers. Es gibt immer welche, die stärker sind. Ich bin ein Loser. Ich heile trotzdem, ist mir egal. Ist mir egal, ich heile trotzdem Rädchen komplett durch. Pokémon. Item. Geben. Irgendwas, was... Das macht Elektro, aber irgendetwas, was Metall verstärkt, haben wir nicht, ne? Drachenzahn, Heißbrocken, Bandsticker, Blendpulver, EP, Feuer, Elektrojuwel, Flinkklaue, Netzball... Wow, besonders Netzball. Ich hab's auch vorgelesen. Puder, Rauchball, Münz, Wundersaat, Großwurzel. Leider nicht. Okay, schade. Gibt es... Doch, es gibt garantiert irgendwelche Items, die Metallattacken verstärken. Das hätte ich gerne noch für Rädchen eigentlich. So, ich würde mal ganz grob behaupten, wir hauen mal Bebop in die Kiste. Geben. Schattenglas weg. Bebop Schattenglas. Dann machen wir mal Bebop Level 50. Sedimentur. Lohnt es sich? Lohnt es sich, wenn ich da jetzt Knirsche einsetze? Weil im Endeffekt so oder so Tarnstein, süß. Müssen wir es sowieso zweimal angreifen, weil es garantiert wieder Überlebensding hat. Und Bebop macht das schon mit Angriff. Und 1200, doch, es lohnt sich, kann man machen. Huch, jetzt bin ich aus Versehen in die falsche Richtung gelaufen. Ah! Eine Ameise! Das will ich jetzt aber nicht angreifen. Ich habe nicht so wirklich was gegen Metall, deswegen. Hätten wir jetzt irgendwie Feuer oder so, dann wäre es. Oh ja, Lecco Mio. Mach jetzt mal Schaden auf mich. Lass mich nicht fliehen und alles. Das ist immer das Beste. Das Beste in Spielen ist, wenn man fliehen möchte und nicht fliehen kann. Das baut einen immer so richtig auf. Wo du dir immer denkst, hey, Spitze. Komm, da können wir sogar noch einen Trank zugeben, wa? Alter, einen Trank. Wir haben extra 10 Tränke für sowas. Also bitte. Da fehlten genau 20. Also bitte. Oh, Mann. Nee, die möchte ich nicht. Ich möchte Sedimentur. Naja, solange sie mich immer fliehen lässt, ist alles gut eigentlich. Manchmal frage ich mich, ob diese Dinger echt
liebesbedürftig sind. Ob sie echt liebesbedürftig sind. Okay. Diese Abhang kann man runterrutschen. Schau gut zu, ich zeig dir, wie es geht. Jetzt bist du an der Reihe. Ohne mich, das ist mir viel zu gefährlich. Da muss ich leider passen. Pfeife. Die Abhänge an der Siegerstraße kann man herunterrutschen. Sei kein Angsthase und versuche es, das macht Spaß. Okay. Nur auf diesen kleinen Flächen-Pokémons oder auf allen? Das habe ich mich jetzt gerade gefragt. Alter, wir sind tatsächlich in der Siegesstraße. Oh, wir sind schon wieder so weit. Oh. Da ist nichts. Aber da oben ist ein Pokémon. Ball. Ball nennt man das. Ein Pokémon-Ball nennt man ein Pokéball. Merkt euch das.